So, hallihallo und herzlich willkommen und willkommen zurück auch an die Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es geht wieder in den wilden Westen, Richtung Sonnenuntergang, passenderweise, denn die Sonne ist hier noch auf. zusammen mit der gar wunderherrlichen Stimme aus dem Off, die mir sicherlich heute wieder reichlich Feuerschutz geben wird. Ratatatatat, Branschrot, Fratzengeballer und Co. Branschrot geht langsam zu Neige. Okay, das darf nicht sein. Ich möchte euch darauf hinweisen, gleich zu Anfang, die Song Request ist an. Einfach Ausrufezeichen SR und den YouTube-Link. Dann könnt ihr euch da am besten westernbezogene Lieder wünschen, die es dann im Hintergrund leise spielt. And to my English speaking audience, just type exclamation mark SR and your YouTube link for a song request, which will play in the background of the game. Dann starte ich mal im Lager. Oder? Und bevor ich es wieder vergesse, ich spiele eine mal ab. Ich finde es gut, es löst so ein bisschen die eingerosteten Schulenglischkenntnisse. So mehr und mehr wird man sicherer. Ich bin so ein bisschen Englisch brabbelt, oder? Weil du bist ja eh fit, englischtechnisch. Sei ich so englischtechnisch so fit? Bitte? Bei dir? Bis? Bis wann? Aber auch. Also ja, war auch. Ja. Achso. Ich hab's gemerkt, als ich die 2 Wochen, glaube ich, in den USA war. Nach ein paar Tagen wirst du so flüssig in Englisch. Und nach gut einer Woche habe ich sogar auf Englisch gedacht. Also am Anfang übersetzt sie den Kopf immer noch ins Deutsche, also ich zumindest. Und dann irgendwann geht das in Mark und Bein über. Das, was ich getan habe, ist, dass ich es zu verstehen. Ja, aber nicht selbst formulieren kannst. Aber dann fällt es schwer, das auf Deutsch zu geben. Also ich kann da auch adäquat antworten. Ah, okay, ja. Ich weiß, was die Gegner mir sagen würden. Ja. Wenn ich dir das übersetzen muss, finde ich nicht. Gibt auch manchmal gar keine adäquate Übersetzung. Ja, das ist manchmal schwer. Ja. Kurz zur Aufklärung, das ist die Shogun-Variante des Painted Black Songs aus Westworld, das hier gerade läuft. Um mal für euren Ohrwurm zu sorgen. Trupp ist wieder formiert. Und ich werde mir heute doch den großen Lieferwagen holen. Ich werde das Geld darin investieren. Nee. Es gilt ja noch bis zum 1. Juli, der. Ja, das ist mal gut. Ja. Bist du schon. Ne, bist du nicht da. Okay. Da will ich nicht aus der Szene ins Menü gehen und es bei dir dann wieder packt. Oh, es ist direkt ein Schwarzbrenner-Dings. Nee. Gut, dass du Munition mit hast. Ich werde mich schon mal dahin begeben, weil du scheinst ja dann eben. Ah, du bist ja da schon. Lauf einfach mal hin mit dem Sniper-Gewehr.
Sie ist ja, wenn ich durchstehe. Guck, hier so in der Entfernung war ich nämlich neulich und dann haben die schon auf mich geschossen. Hier so. Ich hatte gerade den roten Rand oben an der Minikarte gesehen. Und das ist ja normalerweise keine Entfernung, wo es da schon losgeht. Zerstöre die Distille. Und ich guck mal, ob ich sie finde für den Sniper. Jetzt würde ich um die Gegner kümmern, ich kümmere mich um die Distille. Ist die hier irgendwo so? Gegner? Nein. Voll gut. Oh, sorry. Oh! Bootlegger-Dings, Tagesdings bei mir. Bei dir auch? Wo hat mein Kopf weggeschmissen? Nein, mein Kopf, mein Hut weggeschmissen. Voll gut, dass du jetzt zwischen den Monitoren wechseln kannst. Das war doch sehr belastend, dass das nicht ging bei dir. Sehr nervig. Drossenerdbeeren habe ich gekriegt. Ah, okay. Dann müsst ihr auch eins von drei haben jetzt. Dann starten wir doch direkt die nächste. Okay. Ja. Wie viele? Ja, das müsste ich haben. Ich glaube, hier liegt noch einer, der nicht geplündert ist. Nee, doch nicht. Ja. Achso, Humpy my Bumpy. Der macht eher Lutschi my Wutschi. Hä? Oh. Ja, immerhin hat die noch gezählt für dich, Gott sei Dank. Ich begebe mich schon mal Richtung Schwarzbrennerei, du kannst sie dann joinen. Ah, okay. Ja, dann warte ich hier. Spontan die 10. Gott sei Dank, nachdem es gezählt hat. Ja, blöd, wenn es anders gewesen wäre. Soll ich mal meine Dings anmachen, meine Playlist? Achso, hörst du ja eh nichts von. Ich hab gar keine Playlist. Und ja, moin. Ich würde vielleicht die warmen Sachen wieder bei Gelegenheit dann ausziehen. Ja, wenn ich nachher auf die Warten. Okay.
Mein Bauspiel wird ja egal. Gucci, my Gucci. Ich wollte eh noch eine Bootlegger-Mission machen. Ich nicht weiß, ob das tageweise resettet wird, die ganze Geschichte hier. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nachher noch ein bisschen jagen. Ja. Jetzt müssen wir ihn ausliefern müssen. Nee. Erst jagen. Aber weil. Ja, weil ich habe ja vor, den großen Wagen zu holen. Und da passt dann mehr drauf. Es rentiert sich dann eher. Ja, örtlich sind es halt 300 Dollar. Oder wenn wenig los ist, können wir auch mal eine Fernlieferung machen. Genau, zieh dich mal um. Nicht, dass du mir nicht gefallen würdest in diesem coolen, rustikalen Outfit, aber. Ist ein bisschen traurig. Ja. Hitzig wird's schnell genug hier. Ja, ich habe übertönt, dass ich einen fahren lassen habe. So. Jetzt ist es raus. Sprichwörtlich. Jetzt gucken, was die Maische kostet. Ja, es wird halt echt täglich resettet. Das ist ja zum Kotzen. Du musst quasi jeden Tag deine 4 Bootlegger-Missionen bzw. Bootlegger-Missionen und diese Dinger da mischen, weil da hast du Abklingzeit immer auf Bootlegger-Missionen und das ist ja ätzend. Ja, gut. Aber wir müssen heute E3 machen. Soll ich starten? Ja. Okay. Weißt du noch, die eine, wo die so abging mit den Hunden? Alter. Haben wir auch auf Video übrigens auf YouTube, falls jemand interessiert. Einfach hier runter scrollen. Auf YouTube-Panel klicken, du Röhre steht drauf. Und dort findet ihr die ganzen Videos von den Streams. Und ich glaube, dass vor dem gestrigen war das, wo die so abgingen mit den Hunden. Was, das sind direkt 2? Ah, okay. Ja, gut. Ja, Gott sei Dank hintereinander. Ja. Nee, alleine war das nicht machbar. Das war schon zu zweit grenzwertig, also es eigentlich hätte zu dritt sein müssen. Wir haben es erst mit Snipern versucht, aber das ging erst so schief. Normalerweise ist Snipern immer ein guter Weg, haben wir festgestellt, aber. Das sieht wieder dein Korsett im Schraps hier an. Voll schön. Alte Oma Strauß. Ja. Sie haben aber schöne Glocken. Das sind die Glocken meiner Großmutter. Ist sie okay? Corona? Einen Moment mal kurz, bevor wir hier anfangen. Wir haben ja keinen Zeitlimit. Oh, diese Maus, ey.
kurz gucken, ob die Alerts irgendwie, weil der, nein, ich glaube, es ist kein Alert, ob die aktiv sind. Jetzt scheint es doch. Ne, jetzt wollte ich noch schnell gucken. Alles gut. Na, ich will mal gucken, ob ich eine Lampe treffen kann, weil dann. Ja, hier ist eine. Ne, das hat nicht funktioniert. Aber. Jetzt läuft die Zeit oder was? Da steht, ich habe auch ein Munitionsproblem, weil ich gerade. Okay. Ja, ich habe nur noch 14 Schüsse, das wird witzig jetzt. Ich mach's jetzt nämlich Trick 17. Da. Ich guck mal, ob das eine Bahnbrücke ist und dann könnten wir von oben runter schießen. Aber ich befürchte fast nicht. Zeit. Doch, da ist ne. Ah, das ist zu klein. Ah, doch, das könnte funktionieren. Plan. Treffer, im Ernst. Ah, hier ist noch einer. Sehr schön. Sweetwater. Ja. Rufen die da immer, gell? Sweet Jesus. Rest ist für dich. Okay.
Auf zu der Aldi. Huttreffer, ey. Pff. Der Witz. So. Warte, ich guck. Du meinst beim Hehler? Ja. Warte, also Blabla ist in... Oh, ich mach mal einen Wegpunkt, dass du siehst, wo das ist. Doch ein Stück weg. Ist da irgendwo ein Schnellreisedings in der Nähe? Emerald Station ist da näher. Müssen wir mal abwägen, ob das, das rentiert. So. Aber ist er direkt hier? Hast du, ich habe doch neulich eine Schatzkarte gekriegt, die du auch hast. Weißt du noch, welche das war? Ich guck mal schnell, was der Dings kostet. Der Wagen. Rollen. Händler. Was? Ich hab grad Minus eben gemocht. Ich bin hier im Kaufmenü. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab auch Mord. Ey, was ist hier schon wieder los? Für was? For no reason. Because for reason. Dann müssen wir direkt hier den treten. Bam. Damit es auch begründet ist. So. Und ausrauben. So. Und weg, bevor er wieder zu sich kommt. Was, Blackwater müsste in der Richtung sein. Kaufsmenü. Ich auch. Wie soll ich da? Nee, ich war im Dings im Rollenfortschrittsmenü. Ja, aber wie soll ich so Mochte gehen? Na, telepathisch. Keine Ahnung. Ich glaube da rechts, oder? Tendenziell. Ja, und der Neopater ist. Ein Führer. Reiseführer. Geht immer rechts rum. Ja.
Oh, Atelis. Oh. Das ist wohl so zart, wo noch gäbe. Gehst du schon mal rein zum Schneider? Ich habe dich hier geschützt. Dir quasi Deckung gegeben vom Dach aus. Weil hier gerade so viele Spieler sind, dem traue ich nicht. Und. Hello! No lasso, please! Nice hat! Ach, weh, wenn der mich jetzt vom Dach lasst. Oder wir sind defensiv. Krokodil Dundee. Weil Pipi. Pipi. Ja, wobei ich den von der Krempe her finde ich den nicht so hübsch, leider. Katalog. Let me know when something catches your eye. Ein Schokobon, als 40. So, Geido. Irgendwelche Outfits auch neu? Ich guck einfach mal. Das hier für 19 Goldbarren. Ja, ich weiß, dass er noch nicht freigeschaltet ist. Ich will doch. Alter. Ich will es mir nur mal ansehen. Was ist für ein Scheiß. Ich kann mir den nicht mal ansehen. Weil der ist ab Rang 92, ist so ein bescheuertes. Naja.
Und guck mal, was mir mein Schatz mitgebracht hat. Dankeschön nochmal. Guten Aufgefund. Wer kann überhaupt nicht? Stimmt ja was in meinem Steuerkreuz nicht. Noch raus aus dem Katalog. Ich hab das Bucky gerade bei mir. Okay, how about you try it on and then decide? No problem at all. If you change your mind, it'll be here waiting for you. So, zweiter Versuch. Kleidung. Outfits. Ach, jetzt kann ich es angucken, oder? You can't beat an expertly put together outfit. No problem at all. Alles backt so, das ist unfassbar. That's all right. Whatever you feel. I stand behind everything. Das Steuerkreuz backt, das hüpft ständig hin und her. Ist der Controller schon im Arsch, eigentlich nicht? Haben Sie ein Fleisch, Alter? Müsste man ja auch ja. Gut, ich spiele auch Batman und so im Controller. Ah, eine Melone. Witzig. Says a lot about you. Make sure that's fine. The right you make thing. The calls here. That's all right. Whatever you feel. Scheiße. No problem at all. Ach ja, Winterflintenmantel zum Beispiel. Ah, das sieht schon, auch in dem Rot sieht er irgendwie geil aus, oder? Was gibt's noch für Farben? Nein, ja, der Rest sieht irgendwie albern aus. Und Schwarz gefällt mir witzigerweise gar nicht so. Ah, der passt nicht zum restlichen Outfit. Was ist das für eine Jacke? Ist das... Nein. Sah erst so aus, als wäre es die Jacke vom Einzelspielermodus. Das wäre geil gewesen, weil die sieht richtig cool aus. Leider nur ähnlich. Leider. Popeider. Well, I can only take gold for that. That is worth every penny, I assure you. No problem at all. That will require gold to purchase. Do you have some?
Der Bisonstaub, man, die sieht halt echt geil aus. Aber erster Rang 92. Verfügbar. Richtig geiler Shit. You make the calls here. Ah, die Weste ist auch neu mit den Krokodilszähnen und so. Really finde ich doch nicht so schick. Nur Westen und so und Hüte, glaube ich, oder? Und ein paar Mäntel. Ach, Stiefel auch? Stiefel. Ach so, Krokodil. Da gibt es auch einen anderen Look. Oh, mit einem Pferd drauf. Die sehen ja cool aus. Hast du gesehen? Die ersten Stiefel, die es gerade bekannt gibt. Scheint so. Schon eine Überlegung wert. Wie lange sind die noch verfügbar? Wahrscheinlich bis Mittwoch, oder? Keine Ahnung. Geht ja immer eine Woche ungefähr, so Angebote. Aber das sind schon echt heiße. Muss ich mir mal noch mal durch den Kopf gehen lassen. Was ließ sich der Fahrer von Lady Diana durch den Kopf gehen? Das Lenkrad. Do not be cruel to your horse. Ja. Wir heißen ja auch nicht Sabrina. Okay. So. All right then. But if there was anything in there that caught your eye, it'll be right. Come back anytime. Das wäre sehr ertragreich. Okay. Ach so. Aber den kannst du gar nicht erschießen. Verpackt. Das Symbol fehlt ja auch ganz klar. Ja. Oh, können wir mal zum Friseur, zum Barbier? Ja. Mal gucken, was du meinst. Oder der hat hier. Oder der hat hier nur bestimmte Öffnungszeiten, das gibt's auch. Aber ist gleich nur im Einzelspieler. Ich wollte das Pferd anbieten. Achso, da müssen wir in den Saloon rein, oder? Nee. Mhm. Ist das Tagesdings? Nö, aber wo wir schon mal hier sind, da bestimmt. Ja. Guck mal, jetzt auch mit abrasiert seitlich. Sidecut-mäßig? Mhm. Witzig. Wollte mal gucken, ob es neue Bärte gibt. Für mich. Professor. General. Oh, es gibt tatsächlich einen neuen Bart. Buchsbaumhecke. Sieht er. Die sind auch schön. Da
Zunge gesteckte Locken. Ja. Man came in here yesterday, bald as a beaver. I said, he's better off getting a shoe shot. Achso, das sind manche sind über die Rolle freigeschaltet, Bärte. Witzig. Jetzt schon sehr strange Bärte. Ah, ich glaube, ich nehme die Buchsbaumhecke. Wobei, nee, Waldmann passt eigentlich aktuell noch besser. Schade, dass man das nicht wie bei, zum Beispiel bei Star Trek Online hast du wahnsinnig viele Anpassungsmöglichkeiten, was Bart angeht. Weiß nicht, wie es bei Sims ist. Haare kann man echt so lassen. Zahnpflege gibt's nichts Neues. Vergoldet, genau. Sehen eigentlich alle scheiße aus, die Zähne. So, und dann hinten ist so ein Dutt. Ja. Ist auch schicker. Vor allem kann ich dir da nicht mehr auf die Haare liegen. Ja, aber das mit den Locken kostet Gold. Du hast doch weit über 100 Gold. Ja, aber die kosten 8 Dollar und ist ganz hübsch. Ja, wirst du entscheiden. Ich rede da nicht rein, deine Frisur. Also im Ingame nicht. Achso, hier gibt es keinen Waffentypi. Wegen Munition. Da gibt es aber beim Gewichtsparen, glaube ich, oder? Munition. Ja. Ich lasse dir Ellie mal hier stehen, kannst du dir nehmen. Das ist nur um die Ecke. Wenn sie dann rüberreiten. Sir. Hello. Welcome, stranger. Oh, Auszeichnung Handel, 50 Geschäfte besucht. Das gab 500 EP. Was? Okay. Das ist ja verrückt. So, Munition. Brauche ich dringendst. Ausverkauft. Munition Express. Mein Notfalls könnte ich immer noch auf normale Munition umstellen, aber das ist ja Angelroute im Besitz. Okay. Ja, was? Achso, um Bogen ging es, genau. Bogen hat man nicht. Eine Taschenuhr? Zeigt die aktuelle Uhrzeit dann im Ernst? Eine wunderschöne und genaue Uhr, die aus jedem Mann einen Gentleman macht. Für einen Goldbarren. Schade, dass es da keine Vorschau gibt. Und das ist nur ein Gag. Weiß nicht, Fernglas gibt's auch. Ist ein normales, nicht dieses, ja, bei der Madame Dings da. Bitte? Ah, bist du auch breiter? Okay. Messer mit Stößel im Besitz. Achso, das kriegt man ja ganz am Anfang. Mit der Einführungsmission. Pferdearznei, Pferdestimulanz. Starkes Pferdestimulanz.
Gold-Mission habe ich, das wollte ich. Wobei, ich muss noch nach Vorräten. So, Dosenphysik und so Zeugs. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man nicht angezeigt wird, dass ich schon welche habe und wie viele. Egal. Okay. Oder wieder aus dem Urlaub zurück ist. Oder ja, wieder. Ernst, hat sich Ellie jetzt hier reingepackt? Lass mal gucken, wie ich hier wieder rausgekommen bin. Oh je. Sieht doch gar nicht so wie aus. Fischkohle machen. Mhm. Fischmoney. Kinder-Schokobons weiß. Wirklich geil. Ich muss mal probieren. Richtig lecker. Ich meine, die normalen sind ja schon geil, aber die sind weiß. Die sind richtig geil. Oder? Ja. Also 875, glaube ich, kostet der Wagen. Muss ich auf jeden Fall noch entweder eine Auslieferung machen oder was mir lieber wäre, Kopfgeld, nicht Kopfgeld, Schnaps ausliefern. Ganz schön viel los in Blackwater, oder? Echt? Don't bite and eat apple at the same time. Hm? No, it could bring you off road. Weißt du, es cool wäre, wenn hier unterwegs noch irgendwo eine Brennerei oder so wäre. Und dann könnten wir einmal Abklingzeit umgehen. Hammer. Ach, sind das die aus dem Karton? Boah, das sind richtig heftig geil. Aber muss ich ein, zwei, muss ich Ellie auch mitbringen. Ja, natürlich. Weil die so frei sind. Ja. Ich habe jetzt drei Stück aufgeschnitten. Ja. Das sind drei Stück gewesen. Ja, jeder hat eine paar Wege. Ach so. Ach, waren bei dir unter den Erdbeeren noch Äpfel? Hm. Ah. Ja, Apfel sind Fettburner. Die verbrennen Fett. Sind vor allem yummy, yummy in Weitrauben. Ja. Yummy, yummy in your tummy. Yummy, yummy in your tummy. Das Fett von den Schokobons verbrennen. Genau.
Ja, dann ist das okay, wenn ich vorhin Apfel gegessen habe. Ja. Ich habe mich fast nur von Äpfeln und Gurken ernährt, als ich so viel Sport gemacht habe. Oh, ja, ja. Apfel. Ich könnte fast nicht so sein wie normaler Mensch, oder? Rummeln. Wenn in Neandertaler-Modus Oh, krass, was war das? Ja, ich tue, was ich kann. Wo sind die alle? Warte, ich mach die Lampe. Bomb. Hammer, Headset. Nicht schlecht, Herr Specht. Ach! Das hat er mit reingezählt. Bam, badadam, bam, bam. 43 in Folge. Mein Gott, sind wir awesome. 43 in Folge? 43 was? Ach so, Tage. Ja. Stimmt. Huch. Nein, nicht auf mein Pferd schießt. Ali, war das zu viel für dich? Zu viel. Immer schießen, ping, ping, ping und bum, bum, bum. So, ich auch ein paar Looten. Okay. Ja, aber die haben halt eine hohe Chance, dass die irgendwie Schnapsflaschen dabei haben. Und daher ist es. Was? Brandschrot? Nee, Expressmann. Ja, ich muss mal echt mal das Gewehr putzen. Das macht, glaube ich, echt viel aus. Ich brauche jetzt teilweise ein paar Schuss. Normalerweise war ein Schuss, als wenn du da im Bauch getroffen hast. Okay. Das heißt, wenn du den Bauch getroffen hast, war das sowas von. Boah, ja, das kaputt. Ist fast ein ganzes Ding weniger Schaden. Boah, okay. Abschnitt meinst du dann, glaube ich. Das war das Wort, das du suchtest. Oh, Apfel. Aber die waren neulich auch schon so geil, als wir sie aus dem Karton geholt haben. Mhm. Ja, die gab es jetzt ewig nicht. Die sind sogar rot. Einen müssten wir noch mal einen Karton holen. Waren die heute noch mal da? Das ist ja mal heute erst mit. Das war 6 Euro der Karton, ne? Ja, aber wir sind jetzt 5 Kilogramm, glaube ich. Dafür, dass sie so geil sind, sind die halt einfach geil. Wenn du gerade rumgemunkt hast und ich dann auch, gerade am Apfel, ne, am Schokobon mampfen und so. Brösel mir nicht die Eli voll. Der Eli. Dreier Baby. Das war auch gut. Ja. Mein nächstes Pferd nenne ich den Mercedes. Oder Ferrari. Oder Porsche. Porsche wäre cool. Porsche. Hol dich mit dem Porsche ab. So wie Schrödi. Mit seinem Traktor. Porsche-Traktor. Das ist schon ein bisschen ein Porsche-Freak, oder?
Ah, da hüpfst du jetzt schon über Büsche, Menschenskind. Alles gut, gar kein Problem, alles gefixt. Oh je. Ach, warst du abgestiegen? Ja, klar. Okay. Nicht, dass du wieder in irgendein Menü gehst und dann kommt Mod oder so. Ich glaube, weniger als $10 wird es nicht. Excellent. There will be a good return on this. This will be quite special, I think. Okay. Dauert es dann weiter, bis der fertig ist. Ins Lager, oder? Ah ja, ja, müssen wir trotzdem ins Lager wegen Schnellreise. Du, ach nee, da ist auch keine Gutscheine mehr. Was weiß die eigentlich noch hier? Bootlegger-Mission. Bringt jetzt gerade nichts. Schnaps ist ja schon in der Produktion. Hey, hast du hier das Bett angeguckt? Mhm. Schicker tut. War immer schön. Mhm. Schick. Schaut euch den Tut meiner Freundin an. Tut, 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 tut. Dutcom. Frisur.com. Was heißt Dut auf Englisch? Ah. Regenbogen. Boah, war das ätzend hier gestern, oder? Das konntest du nicht wiedererkennen im Schnee des Gebietes. Das war so krank, was Schnee ausmacht. Heftig. Es ist zur Zeit alles schlechtes Zeug. Ich muss echt mal ein Gewehr mal putzen. Aus der Entfernung müsste es eigentlich sofort tot sein. Das ist ja echt keine Entfernung. Du hast da meins geheult. Okay. Dann habe ich nur zwei getötet. Kann auch sein. Will ich gar nicht abstreiten. Schokobon. Das war echt witzig. Ich habe festgestellt,
Nee, nicht. Oh, hier brummt es irgendwo. Du hattest ja Kaktus. Wenn ich das Pferd anbind, dann steigst du mit ab. Okay. Ich gerade in Blackwater festgestellt. Oh ja, da war es gebildet. Oder habe ich jetzt eingebildet? Nicht eingebildet. Abgeben und gucken wir mal, was die Schnellreise kostet. Versorgungsmission war doch auch Tagesdienst, oder? Ja, okay. Ready when you are. Ich muss das Gewehr noch putzen vorher. Und 20 Spenden ist auch wieder. Fähigkeitskarte-Verbesserung ist verfügbar. Von niemals ohne. Während du einen Hut trägst, erleidest du ein wenig weniger Schaden. Witzig. Aber nicht für $350, sorry. Die ist ja schon blau, tatsächlich. Die, Gewehr. Nach wie vor Gewehr reinigen. Und zwar beide. Reinigen. Boah, was? Guck dir das mal an bei, ja, bei mir. So sah das bei mir auch aus. Und dass man so wenig Schaden macht. Übel. Nachladezeit hat sich auch erhöht. Ja, das habe ich tatsächlich gemerkt. So, besser. Jetzt gucken wir das hier an. Ja, kein Wunder. Guck das mal, das ist auch fast eins, was. Schande ist, ein Gewehr so zu dingsen. Also wenn ich sage, das ist Schande. Ja. Da lasse ich mir jetzt Zeit, drücke ich nicht auf X. Das will gut gepflegt sein. So. Sauberle, Herr Auberle. Warum hat es eigentlich zwei Abzüge? Ach nee, das ist der Verschluss. Okay.
Quatsch. Versorgungsmission. Bereit? Was ist nun Okay. Ach, mein Pferd. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, bestimmt dein Pferd. Ja, aber ja nichts. Ja, stimmt. Doch für Vorräte transportieren zum Beispiel. Hä, hier ist doch Amatillo. Nee. Ich will gar nicht wissen, was in Amadillo ist. Nee. Huch, sorry. Nicht, dass ich wieder denke, so wie neulich bei der Schatzsuche wäre, das ist ein Bug. Das ist jetzt irgendwie nicht... Alles gut. Wenn man schon mit dem Schlimmsten rechnet, ey. Ja. Oh wei. Oh wei. Oh wei. Warte, wenn du wachen tötest, findest du Ehre. Und wenn man sie snipert? Drehen wir nur auf das Feuerding. Fupp. Alles, was während einer Mission passiert, bleibt. Bist du auf Pferd? Achso, noch looten. Ja, dann loote ich noch den einen hier. Ja, hau doch ab, Ellie. Ja, meins auch. Ja, ich auch. Ich fürchte fast, dass das nicht war, wachentechnisch. Versorgungsmission 13 ist nicht zufällig, oder? Okay. Schade, wenn man es mal easy schaffen würde. Ja, gut. Bin da. Nicht mehr. Da hinten brennt wieder irgendwie. Alles klar. Ne, das ist von uns. Oh, bringt 72 bin ich jetzt, dank dir. Und du 73. 74. Oh, echt? So viel EP, wie wir mittlerweile farmt, schmälert sich der Abstand. Okay. Das wird ja immer mehr von anzumachen. Okay. Jetzt bin ich 73. Nee, Quatsch. Hat er gerade erst die jetzt. Bam, badadam, bam, bam. Ich wollte mal kurz gucken, ist das ein falsches Menü?
Drei Vorteile und voll neue Sachen. Gestern neue Sachen. Habe ich aber nicht durchgelesen. 50% mehr rettet Online-Dollar für alle gesuchten Personen. Oh! Bis zum 6. April, inklusive legendäre Kopfkette. Da rentiert sich das dann doch fast schon wieder. 100% mehr Rollen-XP für Sammler. Bist du schon 20? Ja, ich auch. Danke, Hashtag danke Rockstar. 50% auf Kleidung für Sammler und Kopfgeldjäger. Okay. Danke, ich habe das große Set schon gekauft. Arschloch. Hey. Als es nicht reduziert war. Ach, habe ich schon geholt. Der hält die Tür die Kleine. Ja, okay. Super, ey. Als ob ich die Klamotten nicht schon hätte, weißt du? Eigentlich sollst du immer warten. Nie was holen, immer warten. Bitte? Sammler und Kopfgeldjäger Klamotten? Ja. Tatsache. Man sollte immer warten, oder? Ja, das haben wir ja nicht. Also außer Kopfgeldjäger haben wir ja nichts gezielt gefahren, das war ja so ein Mitläufer. Ja. Du müsstest ja auch bald schon 20 beim Schwarzbrenner sein. Weiß gar nicht. Gibt es einen schnellen Weg, das nachzugucken, oder muss ich bei Fortschritt gucken? Bei Fortschritt. Okay. Bin ich schon? Huch, wo bin ich das geworden? Sammler bin ich noch 19. Fehlen noch knapp 400. 390 EP. Okay. Ja, ich krieg ja weniger. Ja, dafür, dass du so viel weniger kriegst, alle Achtung. Bin ich noch nicht so lang im Rang 20. Schon witzig, du bist in der Story überhaupt nicht fortgeschritten, aber schon bald Rang 20. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass es so interessant ist, die Story. Hallo, ja. Hübsche Frau, was machen Sie denn hier? Okay. Kommt man trotzdem mal zu Madame Nassau? Ja. Ja, Produktion läuft ja, oder? Ja, ja im Betrieb. Warte, hier sind die, kann ich nicht vorbeifliegen lassen. Wenn die so nah am Lager quasi übers Lager fliegen, dann sind sie selber schuld. Sorry, aber. Das verstehst du sicher, dass ich die nicht übers Lager abfliegen lassen kann. Ja. Kurz rupfen und dann gebe ich die nachher ab. Nee, Emerald Station. Oh, das ist teuer, Emerald Station. Ja? Das ist das teuerste, 9 Dollar. Ach, shit. Warte, ich guck mal, was noch in der Nähe ist. Beziehungsweise, ich setze einen Wegpunkt und du kannst mitgucken dann. Wie sieht's denn aus mit Valentine oder Annisburg? Valentine, Valentine 7, Annisburg 11 und Van Horn 10 und dann kann man direkt Emerald Station wegschneiden. Nee, dann lass mal Valentine, weil es glaube ich ist so schlecht denn zum. Oder warte. Hast du schon? Nee. Nee. Baku Station, gibt's da was? Was finde ich? B-A-C-C-H-U-S.
Bacchus. Drummer Falls, Fort Wallace, das ist wieder was anderes. Ja, sonst auf nach Valentine, $7 ist okay. Ich hoffe, das rentiert sich. Danke. Ja. Ist schon cool mit dem Schnellreiseposten, oder, im Lager. Das ist schon nice, was. Wir waren einfach hier voll weit weg von dem Schnellreiseposten. Brauchen wir aus Valentine irgendwas? Waffentechnisch? Nee. Nicht? Okay. Da war man lang nicht mehr, gell? Also in dem Gebiet auch irgendwie. Das war früher so die Homebase irgendwie. Ich hätte mal wieder voll Bock auf Scriblio. War schon voll lang nicht mehr. Oder so Grip Slash oder sowas. Nee, klar, das machen wir mal ein paar Zukunft. Wäre halt cool, wenn auf dem Weg zu dem Madame Dings da noch irgendwo ein Sammlerstück liegen wird. Bitte? Und ein Blümchen. Ja, Blommer! Und ein Blommer rumstehen. Ja. Ach, hast du den April-Shirt von Raft eigentlich mitbekommen? Sand, bitte? Nee. Was? Neuer Battle Royale-Modus. Ich wusste, deine Freunde jetzt was soll, dass sie vom Hai fressen. Bescheuert, ey. Ja. Was ist mit meinem Pferd los? Nee, eigentlich nicht, deswegen. Vielleicht in die Jahre, sondern so. Hier waren auch immer schöne Missionen, die Wagenbegleitmission hier bei der Hütte vom See. War das hier? Ja. Nein, ich will nur Hello sagen. Hello! No lasso, please! No yowling, please. Thanks. Er hat mich angeheult. Das haben wir richtig gehört. Witzig. Kam bestimmt auch gerade von Madame Dings da. Die ist nämlich hier gleich um die Ecke. Eigenmusik incoming. Ja, okay.
Alter, da gut gemacht. Mundane, very well. I paid more for the whole set, you know. 19. Das ist am Rechnen. 30 Dollar. It is worth seeking this out. 39. But the whole set is worth your while. 50 Dollar. Commonplace. Cognac behalte ich. Den Fehler mache ich nicht nochmal, dass ich hier antike Schnapsflaschen verkaufe. Was soll ich gemeint? 50 Dollar bin ich jetzt. 59,25. I confess, I underestimated you. Alright, but it's worth selling these as a set, you know. 82, 94, 75. But the whole set is worth your while. Also 105 Dollar habe ich gemacht. Bitte? Was wolltest du gerade? Ja, du Sims? Okay. Hast du genug von Reitet? Schokoladenbohnen behalte ich mal, die kann man auch für Dings brauchen für Schnaps. Jetzt fehlen noch gut 30 Dollar. Sollen wir nach Annisburg, das ist hier um die Ecke, und Kopfgeld? Achso, jetzt schon. Ja, direkt. Achso, und dann nachher nochmal, oder wie? Oder wie oder morgen halt. Ja, wir haben ja Zeit bis zum 6. Oktober. Für was haben wir Zeit bis zum 6. Ja, Doppelbonus Kopfgeld. Ach so, ja. Ja. Okay. Ja. Aber ich würde trotzdem nach Annisburg mal runterreiten und dann dort auslocken, weil dann kann ich direkt dort wieder einlocken. Ja. Und dann wird man mal, vielleicht ist das dort interessanter. Also da haben wir ja noch nicht so viel Kopfgeldjagden gemacht, weißt du? Ja, das kann man gerne machen. Okay. Außerdem ist das sogar ein Waffenfuzzi. Fachwort Waffenfuzzi. Und die Bahnlinie ist dort auch, also man kommt relativ schnell wieder weg. Eigentlich alles relativ nice dort. Ah, jetzt ist Ellie schon relativ ruhiger unterwegs, weil wir nicht mehr so viel Last haben. Das wirkt sich nicht aus. Das wäre so ein Gag. Nee, hier war die Hütte. Die Hütte meine ich. Sehr cool. Ja.
Wir würden einmal kurz 10 Minuten lang machen. Irgendwie bin ich kaputt. Gibt's irgendeinen, der hier den Weg lang reitet, wenn er auf Bärfeld einreiten kann? So. Hoch, was ist hier? Linkere. Aber ich glaube, ein Grafikpack. You bloody idiot! So. Nee, ist ja niemand, einfach mal sonst. Ja, ne, der war aus Reichweite. Der Punkt war weg. Ich hab schon aus der Hörweite. Ich habe extra gewartet, bis der Punkt weg ist. Ja, bist du. Also war dein böser Blick gerade zu Unrecht. Ausnahmsweise mal. Nicht oft der Fall, aber diesmal schon. Eine Spur. 23 Grad Celsius. Kurz vor 3 Uhr nachmittags. Zu deiner Information. Ist ja nicht ganz unwichtig, informiert zu sein. Oh, sorry. Kopfgeld über den Haufen geritten. Gut. Dann stelle ich mich nochmal neben dich für schön offline bilden. Abmoderationsbild. Ja. So können das machen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Sagt Ciao mit V, auch an die Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bedanke mich auch recht herzlich bei meiner Stimme aus dem Off fürs tatkräftige Kugelhagel-Unterstützung. Ich verweise immer an dieser Stelle auf meinen YouTube-Kanal. Da gelangt ihr am schnellsten hin, wenn ihr einfach hier runter scrollt, aufs YouTube-Panel klickt, du Röhre steht drauf und ein Berg aus einer Röhre da drauf klicken. Und dann findet ihr die ganzen Videos zu meinem Stream. Das Video von diesem Stream werde ich dort auch hochladen. Ich freue mich über euren Kommentar. Schreibt gern rein, was euch gefallen hat oder was ihr gern sehen wollt. Und sofern das umsetzbar ist, streame ich das dann für euch. Dann seht ihr das, was euch interessiert. Genau. Jetzt gibt es einen kurzen Break, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem. Und dann geht es weiter mit Batman Begins. Nein, mit Batman. Arkham Knight. Da freue ich mich, wenn ihr entweder im Kanal bleibt oder dann wieder reinguckt. Und also so gegen 8:30 dann. Und dann sehen wir uns da wieder. Stimme aus dem Off ist auch wieder mit dabei, spielt dann allerdings Sims, weil ist ja Singleplayer-Spiel. Oder die Switch, genau. Okay. Das finde ich sogar tatsächlich noch cooler. Ja. Okay, dann, wie bereits erwähnt, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher und bis nachher. Tschüss! Ach, jetzt, ich bin noch online. Hallo Papa, wir gehen jetzt leider offline. jetzt wird sich das tatsächlich rentieren, mal jemand zu raiden, wenn jemand schon da ist. Aber nachher sind wir wieder da mit Batman.
gucken mal noch, wo ich hinschicken will. Für 20 Minuten rentiert sich ja dann tatsächlich doch. Wenn jetzt gerade 4 Leute da sind, mal. Ich schick euch zu. Devilica. Nee, das glaube ich nicht. Englisch sprach ich. Einen Moment kurz. Haben wir gleich. Jetzt im Augenblick Geduld. Doch, ist doch Englisch. Okay. Lasst dort auf jeden Fall einen Gruß von mir da. Und wenn euch gefällt, was ihr dort seht, dann lasst gerne auch ein Follow da. Freut sie sich bestimmt. Lasst den Gruß dann auf Englisch da, weil es englischsprachig. Und jetzt, wie bereits schon mehrfach erwähnt, tschüss und bis nachher.